gehen wir zurück zum Spiel und wandern weiter, ne? Das heißt, also, jetzt bin ich wieder. Es tut mir leid, also ich... Das Spiel ist jetzt, ist natürlich neu für mich und zwischendurch klicke ich die falschen Tasten. So, dann wandern wir Garamond. Jetzt müssen wir da mit dem Pfeil nach oben drücken, ne? Damit wir zu Garamond gelangen können. Und hier öffnet sich nun ein neues Buch. Garamond, Claude Garamond. Und das wäre jetzt dann das Kapitel sozusagen zu Claude Garamond bzw. zu Garamond. Ne? Stern, hinauf mit euch, Punkten. Oh, springen. Ah. Ja, sie tun sich ein bisschen schwer, die Doppelpunkte. Dadurch, dass sie auch... Nikolas Jensen. Jetzt wollen wir den Nikolas Jensen lesen. Das ist das Erste, was wir jetzt freigeschaltet haben hier. Porträt von Nikolas Jensen, 1420 bis 1481. Nach der Renaissance verbreiteten sich Schrift und Kultur zunehmend auch außerhalb des kirchlichen Einflussbereichs. Der Humanismus, der ab dem 16. Jahrhundert in ganz Europa an Boden gewann, sah den Menschen als Mittelpunkt des Universums. Die Humanisten gaben Kultur und Wissenschaft einen hohen Stellenwert und setzten sich für die Popularisierung von Wissen ein. Sie weckten auch neues Interesse an Texten aus dem Altertum, die in großer Zahl übersetzt und kommentiert wurden. In Italien war der Quattrocento, 15. Jahrhundert, durch eine Renaissance der Künste geprägt. Der Austausch mit Deutschland führte zur raschen Verbreitung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Mainzer Drucker wie Gebrüder Johann und Wendelin von Speyer ließen sich in Venedig nieder und trugen zur Beliebtheit der Antiqua-Type bei, die bald die gotische Schrift aus dem Druckwesen der damaligen Zeit verdrängte. Also die Antiqua-Type. Nach dem Tod Johann von Speyers übernahm der Franzose Nikolas Jensen die Druckerwerkstatt. Der Drucker, der mehrere Jahre lang als Lehrling bei Gutenberg tätig gewesen war, war für die Qualität seiner Lettern bekannt. Im Lauf der Zeit vervollkommnete er die Antiqua und entwickelte die nach ihm bekannte Schriftart Jensen Antiqua. Bis zu seinem Tod im Jahr 1481 war er am Druck von rund 150 Werken unterschiedlichster Art in Latein und Italienisch beteiligt. Ja, also ich finde das Spiel irgendwie cool, ne? Es ist eine andere Art, ein Buch zu lesen, sagen wir mal so, ne? Es ist wirklich schön gemacht. So, jetzt komme ich aber hier mit meinen Punkten nicht rauf. Jetzt müssen wir wahrscheinlich versuchen. Ja, da kommen wir nicht rauf. Da müssen wir wahrscheinlich versuchen, in dieses Rad zu gelangen. Allerdings frage ich mich, wie wir das anstellen sollen. Ja, so. Ja. Indem er mit dem springt und mit dem Pfeil nach oben kriegt, da vorne wäre das eh. Will ich mir das antun? Ja, vielleicht schaffen wir es. Es ist nicht leicht, ne? Weil die Punkte, die hängen natürlich auch zusammen. Es ist ja ein Doppelpunkt und es ist nicht ein einzelner Punkt. Muss ich das eh jetzt... Ich möchte eigentlich schon das E besitzen, ne? So. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich schaff's nicht. Ah, warum springt ihr denn immer?
nach links. Auf! Die wollen nicht, ne? Das geht nicht. Deswegen... Ja, zurück können sie aber auch nicht. Naja. Wollen wir das eh mal lassen. Und jetzt sind wir tot, okay? Natürlich nicht einfach, diese Doppelpunkte zu navigieren oder wie man auch kann. Und man bekommt erst nach und nach heraus, wie sie am besten zu lenken sind, ne? Hier kommen wir nicht hoch, oder? Doch? Nee. Sind wir schon wieder tot. Aber mit diesem Wasserstrahl können wir das Karo holen. Ne? So fahren wir runter. Auf mit euch! Nee? Seht ihr? Seht ihr? Es hat sich einer aufgehängt. Ja, wir haben das I. Und lassen uns jetzt wahrscheinlich hier runterfallen am besten. Ne, aber die 1, die wollte ich noch haben. Ja. Und hier haben wir das M. So, jetzt frage ich mich, wo wir noch sind. Nein! Ach, sind wir tot. Ah, verdammt! Nee, also einfach ist es nicht, ne? Scheiße. Das ist unser Weg. Das wäre jetzt das zweite Kapitel oder das zweite Level von Garamond. So. Geoffroy Tory heißt der Typ. Hier sind so Drehräder. Ich glaube, die müssen wir jetzt drehen. Weil, wie wir hier sehen, sind da unten die Köpfe. Ja, da geht das Wasser runter. Und hier haben wir wieder einen Punkt, den wir irgendwie mitnehmen sollten, ne? Hier rein, ne, damit wir dieses Tor hier öffnen können. Schwupps. Und weiter geht's zum nächsten Level oder wie auch immer, ne? Jetzt hier haben wir Wasser. Probieren wir mal. Aha. Jetzt müssen wir hier hoch wahrscheinlich. Wir müssen hier dieses Buch runterschubsen, weil da unten brennt es. Ah, shit. Das war nicht so ganz das, was ich musste. So. Ah, das P. Ich möchte das P haben. Ah, shit. Schauen, ob wir da wieder zurückkommen. Ich wollte das B auch mitnehmen.
schon wieder einen Buchstaben verloren. Nee. Hallo. Und haben wir ein Plus. Ach nee. Ach. Ach Mist. Also einfach ist es nicht, ne? Jetzt müssen wir uns hier ganz, ganz sanft hinuntergleiten lassen. Jetzt habe ich eine Errungenschaft freigeschaltet, und zwar Erforscher, ne? Jetzt fragt sich nur, wie wir hier... Ah ja. Ja, also da gehe ich dann besser nicht mehr runter. Das Plus haben wir ja. Wenn meine Doppelpunkte denn... Ah ja, wir haben das B, super. Ah. Da haben wir wieder Dornen, ne? Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Nee, ich will nicht, dass er nach links läuft. Ah ja, super. Und hier haben wir das R. Jetzt muss ich mal... Ah ja. Ich will nur nicht in die Dornen kommen. Die sind nämlich garstig, die Dornen. Und hier haben wir ein Sternchen. Noch eins. Robert Estienne. Den schauen wir uns jetzt an. Was so über den geschrieben steht, das wäre ein Porträt von ihm von 1631. Im Lauf des 16. Jahrhunderts wurde die Druck- und Buchbindtechnik stetig vollkommenet und entwickelte sich in allen Ländern Europas. Bücher und andere Druckereierzeugnisse wurden zum bevorzugten Medium zur Verbreitung der Ideen der Reformation und unterlagen einer immer strengeren Kontrolle. Die katholische Gegenreformation brachte umfangreiche Repressionen gegen die Protestanten. Der Pariser Verleger Etienne Dolet, der zahlreiche protestantische Texte druckte, wurde der Gotteslästerung angeklagt und seine Publikationen wurden 1544 bei einem Auto da fe, weiß ich jetzt nicht, was das ist, sorry, auf dem Vorplatz von Notre Dame verbrannt. Zwei Jahre später endete selbst er mitsamt seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen. Ja, krass, hey. Der Lexikograf und Drucker Robert Etienne wurde 1503 in Paris geboren. Der Sohn von Henri Etienne I. ging bei Simon de Collin oder wie auch immer in die Lehre, dessen Werkstatt er bis 1526 teilte. Beim Tod von Konrad Neobar wurde er 1539 zum Buchdrucker des Königs für Hebräisch und Latein und 1540 auch für Griechisch ernannt. Er war es, der bei Claude Garamond eine griechische Schriftart namens Le Grec du Roi in Auftrag gab. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, weil ja, ich bin keine Franzose. Robert Estienne war Anhänger der Reformation und pflegte Beziehungen zu Humanisten in ganz Europa. Er genoss den Schutz Franz I. und entging dadurch der systematischen Verfolgung der Protestanten. 1550, kurz nach dem Tod seines Beschützers, musste er seine Pariser Werkstatt aufgeben und vermachte sie seinem Sohn Henri. Er verließ Frankreich, in Klammer die Matrizen der Schrifttype des Grec du Roi nahm er mit und beendete seine Karriere im Exil in Genf, wo er 1559 starb. Okay. Interessant. Jetzt müssen wir da wieder gucken, dass wir das T mitnehmen und wir können mit dem Bötchen rüberrollen. Nee? Ah. Das Bötchen war wirklich nett, aber es konnte uns nicht retten. So, und schon wieder nicht, aber
es braucht hier halt ein bisschen Übung. Es ist ja nicht nur ein Buch, das man hier lesen kann, sondern auch ein Spiel. Es ist wirklich schwierig, weil das eben zwei Punkte sind und nicht einer. Ne? Wenn es einer wäre, dann wäre es wirklich ein Platz. Aber mit zweien ist es manchmal recht knifflig. So, und jetzt muss ich überlegen. Ne? Aha, ja, super. Und jetzt müssen wir schauen, wer das am besten anstelle. Ja, Y bitte, ja. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder rauskommen. Hauptsache, wir fallen nicht auf diese Dornen. Deswegen am besten immer springen. Nein, ich wollte. Ja, jetzt. Ich komme da nicht raus, ey. Das ist schwer. Glaubt mir das. So. Ja, super. Sternchen. So, und jetzt sind wir gefangen. Nein. So. So, jetzt lesen wir uns das durch. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was das war. Also ist ja wurscht, das sehen wir ja gleich. Ups, abbrechen. Nikolas haben wir. Ja genau. Titelseite mit einem typografischen Zeichen von Robert Estienne, 1548. Was? Titelseite mit einem typografischen Zeichen. Ah, das wäre diese Zeichnung in der Mitte, ne? Oder? Oder doch nicht? Lesen wir uns das mal durch. Die Grecs du Roi sind eine Serie griechischer Schrifttypen, die auf Wunsch des Königs von dem Typografen Claude Garamond für den Drucker Robert Estienne entworfen wurden. Garamond stützte sich bei seiner Arbeit auf Vorlagen von Angelos Vergicius, also italienischen Vergicius mit K, das ist aber kein italienischer Name. Arbeit auf Vorlagen von Angelos Vergicius oder wie auch immer, einem italienischen Kalligraphiker kretischer Herkunft. Also ja, ne? Angelos oder sowas. Kretischer Herkunft, dessen Schrift als besonderes, ästhetisch und gut lesbar galt. Neben ihrem rein typografischen Wert ist diese Schriftart auch wegen ihrer bewegten Geschichte bekannt. Robert Estienne, der 1550 nach Genf ins Exil flüchtete, um der Protestantenverfolgung zu entgehen, nahm einen Satz der von Garamond entworfenen griechischen Buchstaben mit. Sein Sohn und Erbe Henri II. Verkaufte nach dem Tod seines Vaters die Lettern für 400 Goldmünzen, um eine hohe Schuld zu tilgen. Ein zweiter Satz der berühmten Grecs du Roi wurde Estiennes jüngerem Sohn Robert II. Anvertraut, der dafür nach Frankreich zurückkehrte und dem Protestantismus abschwor, doch die Lettern gingen in den Wirren der Religionskriege verloren. Erst fast ein Jahrhundert später wurden die von Garamond gefertigten Originalmatrizen auf Wunsch König Ludwigs XII. Zurückgeholt und in der Zeichensatzsammlung der 1640 gegründeten königlichen Druckerei archiviert. Moment, jetzt habe ich... Ich hoffe, wir haben das gelesen. Ne? Ich bin mir eben nicht mehr sicher, weil ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe.
Deswegen bin ich mir hier bei diesem hier nicht so ganz sicher. Wollen wir das nochmal durchlesen, ne? Seite des Faksimil von Champ Fleury von Geoffroy Torrey. Das ist ein bisschen ein komischer Name. In Frankreich wurde der Buchdruck 1470 auf Wunsch des Rektors der Pariser Universität an der Sorbonne von drei deutschen Druckern eingeführt. König Franz I. trug nicht umsonst den Beinamen Vater und Wiederhersteller der Geisteswissenschaften, also König Franz I. Denn er förderte die Künste und Wissenschaften ebenso wie den Buchdruck. Er verfügte jedoch auch eine strengere Kontrolle der Publikationen und bestimmte insbesondere im Jahr 1537, dass ein Exemplar jedes in Frankreich veröffentlichten Buchs in der königlichen Bibliothek hinterlegt werden müsse. Das ist ja auch gut so, ne? So bleiben sie erhalten, die Bücher. Zur damaligen Zeit waren die Drucker und Herausgeber Humanisten, die zur Verbreitung antiker Texte beitragen wollten. Geoffroy Torrey, ein in Italien ausgebildeter Drucker und Buchhändler, lehrte auch Grammatik und Philosophie an der Sorbonne. Zur Entwicklung des Buchdrucks trug er insbesondere durch sein berühmtes Werk Le Champ Fleury oder wie auch immer aus dem Jahr 1529 bei. Wie Luca Pacioli in Italien oder Albrecht Dürer in Deutschland, vor ihm strebte er eine rationale geometrische Form der Buchstaben an. Also wie Luca Pacioli in Italien oder Albrecht Dürer in Deutschland vor ihm, strebte er eine rationale geometrische Form der Buchstaben an. Für ihn wies der menschliche Körper perfekte Proportionen auf, wahrscheinlich in Anlehnung an Vitruvs Abhandlung zur Architektur führte er die Großbuchstaben in ein Quadrat mit zehnfacher Unterteilung ein, das für die Proportionen des menschlichen Körpers stand. Ja. Er wurde von Franz I. zum Buchdrucker des Königs ernannt und hinterließ bei seinem Tod 1533 in Paris ein beachtliches Werk. Das ist ja cool, ne? Also, ja, und hier geht es dann weiter später, ne, zu Claude Garmont. Aber da sind wir eben noch nicht, da müssen wir jetzt weiter spielen. Mit unseren Pünktchen, also mit unserem Doppelpünktchen. Ne, jetzt haben wir den Stern verpasst. Wie soll ich denn das auch wissen, ne? Höchstwahrscheinlich wieder das Wasser ablassen, ne? Wenn wir nur wüssten, wie. Wenn wir nur wüssten, wie. Mist. Das war wahrscheinlich nicht richtig, diese Brücke darunter zu lassen. Ja, die müssen wir wahrscheinlich wieder hochdrücken. Weil der Doppelpunkt immer wieder sich umdreht, ne? Er dreht sich in sich selbst. Ach Mist! Ich
müssen wir Anlauf nehmen. Ach, was für ein Pech, ne? Aber vielleicht wartet hier auch kein Rätsel auf uns. Muss ja nicht unbedingt sein, ne? Auch sein, dass wir den einfach so... Ja, ja. Geht ja. Und hier haben wir Garamond beendet. Oder doch nicht. Weiter. Ja, wir haben es beendet. Aber uns fehlt noch der Claude, ne? Uns fehlt noch der Claude. Und die Kursivschrift, die haben wir nicht gefunden, ne? Scheiße. Ah, da ist er ja, der Claude. Porträt von Claude Garamond, 1499 bis 1561. Claude Garamond setzte das Werk Geoffrey Torres als königlicher Buchdrucker fort. Er war einer der ersten Typografen, der seine Schriftarten verkaufte, im Gegensatz zur damals üblichen Praxis, nach der die Werkstätten die von ihnen hergestellten Lettern ausschließlich für ihre eigenen Publikationen verwendeten. Der Typograf, der über eine eigene Schriftgießerei verfügte, schnitt und goss eigene Lettern, die er anschließend an die Drucker verkaufte. Ein kluger Mann, ne? 1541 wurde Claude Garamond mit der Entwicklung eines griechischen Zeichensatzes nach Vorlagen von Angelos Vergicchios, einem italienischen Kalligraphiker kretischer Herkunft, beauftragt. Also der Name ist auf jeden Fall griechisch. Die berühmten Grecs du Roi, die auf königlichen Wunsch für den Drucker Robert Estienne entstanden, werden bis heute aufgrund ihrer Eleganz geschätzt. Garamond erhielt für sie den Titel königlicher Schriftgießer. Der fortan allgemein anerkannte Pariser Typograf entwickelte auch eine neue, nach ihm benannte Antiqua-Schriftart. Seine beliebten Schriften fanden rasch in ganz Europa Verbreitung und wurden von vielen namenlosen Schriftgießern kopiert. Die Garamond und die Kursivschrift Francesco Griffos wurden zu den meistgebrauchten Schriften für den Druck der Texte des klassischen Altertums, die zur damaligen Zeit in ganz Westeuropa vielfach neu aufgelegt wurden. Die Garamond, von der seither zahlreiche Varianten entstanden, wird im französischen Verlagswesen bis heute viel verwendet, beispielsweise in der von Gallimard herausgegebenen renommierten Klassikerreihe La Pléiade. Oder Pléiade, ich kann es nicht aussprechen. So, dann haben wir das. Aber, also es ist voll interessant, finde ich. Vieles habe ich nicht gewusst, natürlich. Das ist nicht etwas, was man überall so liest. Aber die Kursivschrift, die hätte ich schon noch gerne. Ne? Also, ich frage mich, was wir hier ausgelassen haben, damit wir die Kursivschrift... ja, ein Fragezeichen ist noch frei, ne? Dann gehen wir... Oder vielleicht ist das noch ganz am Anfang. Nochmal gucken. Nicola, ja, eben, das ist vielleicht noch ganz am Anfang. Da haben wir irgendetwas verpasst. Da haben wir vielleicht etwas verpasst. Schauen wir mal, ne? Also ich meine... Wir sollten schon alle Schriften haben, ne? Alle Seiten des Buches. Das wäre halt schon gut. So. Ist mir nur nicht aufgefallen, ne? Dass wir da irgendetwas verpasst haben. Da haben wir das D. Und da oben fehlt uns noch was. Müssten wir
als von hier versuchen. Das haben wir das letzte Mal auch nicht bekommen, ne? Ja, jetzt sind wir wieder tot. Also ich hoffe nicht, dass es am E liegt. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Schauen wir mal. Ah ja, es war einfach nur dieses F, ne? Was wir... Pünktchen, wo bist du denn? Ja, wie du willst. Entweder oben rum oder unten rum. Hauptsache rum. Weil ich möchte es I haben. Ne? So. Runter mit dir. So, da la. Und rauf mit dir zum H. Oder doch nicht. Zum I. Zum K. War ja gut gemacht. Irgendwie, ne? Wenn sie jetzt hochfliegen würden, ne? Ne, aber wahrscheinlich müssen sie hier runterrollen. Eieiei. Ne, ich will das schon haben. Wobei, Mist. Ich glaube... Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben alles gemacht, abgesehen von diesen einen... Ah, fucking... F. So. Ja, nö. Also das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. So, die Kursivschrift. Suetonius lives of the... Also, Suetonius lives of the 12... Caesars, gedruckt von Robert Estienne 1540. Die Kursivschrift. Auch Aldo Manuzio, der nach seinem Schwiegervater Andrea Torresani die Asola, Andrea Torresani, die Asola, die Nachfolge von Nicolas Jensen antrat, ist bis heute für seine Neuerungen auf dem Gebiet des Buchdrucks bekannt. Insbesondere schuf er aus Gründen der Kostenersparnis die ersten Bücher in Kleinformat, sozusagen die Vorläufer des heutigen Taschenbuchs. Cool. Der Humanist und Leser, antiker Schriftsteller, wollte mit Hilfe preisgünstiger Bücher die Verbreitung der klassischen Texte fördern, um Platz sparen zu drucken, ließ er spezielle Lettern anfertigen, die 1499 von Francesco Raibolini, auch Francesco Griffo oder schlicht Griffo genannt, entworfen und geschnitten wurden. Die Buchstaben dieser ersten Kursivschrift waren geneigt und schmaler als die der bisherigen Antiqua. Sie lehnten sich an die Cancellaresca an, die in der Kanzlei des Papstes gebräuchliche Schrift, die ihrerseits auf der humanistischen Kursivschrift beruhte. Nach Streitigkeiten trennte sich Griffo 1502 von Aldo Manuzio. Einige Jahre später, 1516, eröffnete er in Bologna seine eigene Druckerei und erstellte eine neue Kursivschrift, die als seine beste gilt. Seine Arbeit, die internationale Anerkennung fand, trug zur Verbreitung der Antiqua bei. Okay, cool. Dann haben wir Garamond fertig, ne? Also, aber müssen wir es trotzdem aufmachen, weil wir sind ja einen Schritt weiter. Jetzt weiß ich nur nicht, wo wir waren. Ich glaube, wir waren schon hier, ne? Der Rundenschaft Wallrider. Jetzt haben wir das wieder mal verpasst. Jetzt haben wir das Sternchen verpasst. Verdammte Scheiße. Ich meine, wir könnten es ja nochmal versuchen. Aber ich muss jetzt wirklich kurz eine Pause machen. Ich möchte einfach eine Zigarette kaufen. Das ist jetzt mein Plan. Schnell mal eine zu bauen. Ich meine, ich kann da ja schon eine Pause machen.
aus dem Video raussteigen, das er nicht so schön. Wäre schon sehr ratsam, so jetzt haben wir das gemacht. Sternchen, Sternchen. Eieiei, Claude. Der Claude. Ja. So, und jetzt haben wir den nächsten Abschnitt. Den hatten wir vorher schon, aber ich wollte ja das... Ich wollte ja die Kursivschrift noch haben, ne? Weiter.